Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Kollektion und wir sind immer noch beim N64. Ich weiß, es wird schon irgendeiner rumnüllen. Alter, so geil war die Konsole jetzt auch nicht. Sie war aber definitiv besser als ihr Ruf, so kommt mir das manchmal vor, weil irgendwie haben Leute dann doch vergessen, was sie damit machen sollen und was sie nicht damit machen sollen. Kommen wir kurz zu der Zusatzhardware. Also, es gab einmal dieses Transfer-Pack. Ich weiß auch gleich, warum ich es rausgepackt habe, aber da kommen wir gleich zu. Und das Rumble-Pack. Das war, damit konnte man schütteln. Konnte man zum Beispiel bei Ocarina of Time, konnte man, glaube ich, dann Schätze finden, wenn man darüber gelaufen ist. Und das wurde eingesetzt hier, da wo diese Memory Card ist. Und dann konnte man da eben loslegen. So, bezogen auf das Transfer-Pack, das liegt da nicht ohne Grund. Denn jetzt werdet ihr vollkommen irre, ihr Pokémon-Maniacs. Die zwei oder drei, die es vielleicht noch gibt. Pokémon Stadium hat die Fähigkeit, ihr konntet mit euren Pokémon dann wirklich auch in Arenen und sowas andrehen. Ihr konntet aber auch selber irgendwelche Pokémon wählen. Die waren aber, glaube ich, nicht so gut wie die, die man sie selber trainiert hat. Das heißt, es wurde damit geworben, ihr konntet zum ersten Mal eure Pokémon in 3D sehen. Und wer unbedingt in 3D das sehen wollte, hatte dann die Chance dazu. Dafür war der Titel da. Ich glaube, der Titel konnte mit Rot, Blau, Gelb funktionieren. Und der zweite, ne, wo ist er? Da ist er. Der funktionierte dann auch mit Silber, Gold und Kristall, soweit ich weiß. Hier gab es dann halt mehr Viecher. Ich glaube, beim einen gab es dann die 151, hier gab es dann 251. Prinzip das gleiche Ding und hier gab es auch ein bisschen Zusatz. Aber ihr konntet dann auch, glaube ich, auch ein paar Gegenstände freispielen, wenn ihr da unbedingt Bock drauf hattet. Aber Prinzip, das waren eigentlich schon für die Pokémon-Hardcore-Fans, die unbedingt ihre Viecher jetzt auch mal in 3D sehen wollten. Und hier könnt ihr das. Ja, dafür war der Titel bekannt. Ein vollkommen verrückter Titel ist Space Station Silicon Valley. Nicht nur, dass der Titel einen ganz gewaltig einen am Brett hat. Ihr habt die Aufgabe, ich glaube, einen Planeten zu retten oder so. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ob das eine sinnvolle Story hat, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habt ihr dann irgendeinen Roboter, Hund, Schaf, was auch immer das sein soll. Und dieses Roboterviech hat die Fähigkeit, eben einen Chip weiterzugeben. Und mit diesem Chip kann er eben Tiere besetzen. Das heißt auch deren Fähigkeiten. Und so könnt ihr damit dann Rätsel lösen. Das ist wirklich interessant, ist mal wieder was vollkommen anderes. Und auch wenn da Take-Two steht, man hat das Gefühl, als wäre das von irgendeinem anderen Hersteller, weil da war definitiv eine Menge weißes Zeug auf dem Tisch. Aber auf jeden Fall, wer auf vollkommen kranken Scheiß steht, sollte diesem Titel eine Chance geben. Es ist aber merkwürdig, das sage ich vorweg. Also wer mit sowas nichts leben kann, der sollte da einen ganz großen Bogen machen. Ach, ich sehe schon, es kommen mir die Sporttitel, da freut ihr euch dann immer. So, FIFA 99, EA-Qualität. Wer es mag, kann man machen. Wie schon gesagt, man kriegt es auf dem Flohmarkt, kriegt man solche Sachen nachgeschmissen. Da könnt ihr wirklich mit einem 10er, ich sag mal fast mit 20 Modulen nach Hause gehen. So gesehen, und glaubt mir, so schlecht waren die Spiele wirklich nicht. Die sind sogar recht gut. Revolt. Ja, ich sag mal so eine Art Micro Machines mit so ferngesteuerten Wagen. Ich fand den sehr gut. Der Soundtrack ist auch sehr nett. Also wer ein bisschen was auf Racer steht und ein bisschen was anderes als das übliche Formel 1 Gedönse, hier habt ihr eine Chance. Oh, ich sehe schon. Ach, die Football-Titel. Hier ist einmal der 2000er und von NFL Quarterback Club 98. Warum ich den 99er habe, kann ich gar nicht sagen, aber den werde ich wahrscheinlich mir auch irgendwann mal gönnen. Tolle Football-Titel, kann ich nur empfehlen. Ist nach meiner Meinung sogar ein bisschen stimmiger als Madden. Auf jeden Fall die N64-Version von Madden. Das finde ich echt klasse gemacht, spielbar, super, super inszeniert, super Kameraführung. Wer auf Football steht, sollte sich die beiden Teile schnappen, die kosten auch wieder gar nichts. NBA Jam 99, ja, NBA Jam typisch, nettes Basketball-Game, macht man auch nicht viel falsch, kriegt er auch nachgeschmissen. Ich könnte jetzt böse sagen, ihr bekommt solche Games fast beim Pfund Kaffee, aber toller Titel, also kann man nicht viel falsch machen. Oh, ich sehe noch einen FIFA-Titel. Oh ja, Herr Platter, nur für Sie, FIFA. FIFA 98, genau das gleiche, was für FIFA 99 gilt. Es ist ein FIFA-Game, es ist EA Sports, auch wenn es da irgendwo kein Logo ist. Aber es ist ein toller Titel. NESCA 99, ich freue mir einen Ast ab. Jetzt haben wir wirklich das EA Sports Logo, da ist es.
Ja, es ist Nesca. Ich bin kein großer Fan dieser Rennserie. Das ist wahrscheinlich auch keiner in Europa, aber für die Leute, die es interessiert, toller Titel, kann man spielen, ist nicht sensationell, aber ist halt EA Sports Qualität. Die wissen, was sie tun. Ach, jetzt geht's los. Jetzt bin ich ganz ehrlich, jetzt bin ich mal auf eure Mithilfe gespannt, weil ihr wisst das ja immer. Das ist die Turok-Serie. Das ist Teil 1. Das ist Teil 2. Das ist Teil 3. Das ist, glaube ich, der 2-Plus-Titel, der irgendwo da reinpasst. Rage Wars, also wieder so eine vierteilige Trilogie. Ich mag ja solche Spiele. Last Ninja lässt grüßen. Ja, wie soll ich es mal sagen? Ich finde die Serie recht gut. Ihr steuert so einen Dinosaurierjäger, habt dann auch in so einer prähistorischen Welt auch andere Waffen, also auch Pfeil und Bogen und sowas. Es hat so ein bisschen was von Rambo trifft Jurassic Park. Eigentlich ein unglaublich gutes Setting, das auch mit Sicherheit funktioniert und sind auch nette Games. Das Einzige, weiß ich nicht, in Deutschland sind da, glaube ich, ordentlich da, wie drücken wir es immer aus, wenn wir es nicht besser sagen können, Veränderungen durchgeführt. Deswegen kann ich gar nicht sagen, welchen Titel ihr erwerben könnt, welchen Titel ihr erwerben sollt. Aber ich sage mal, ihr kennt mit Sicherheit Suchmaschinen. Da soll es ja die eine oder andere geben, sagt man, wo man das genau rausfinden kann. Also ich kann die Serie empfehlen. Alle vier Teile haben mir echt Spaß gemacht. Ist nicht unbedingt ein, darf ich so ausdrücken in Deutschland, ein goldenes Auge. Hust, hust. Was immer noch die Referenz ist in dem Genre. Aber trotzdem, vier tolle Spiele, könnt ihr zugreifen. Ich finde die eigentlich alle recht gut. Die haben natürlich auch ein paar Schwächen und auch wieder ein paar Stärken umgekehrt gegenübereinander. Aber die Serie eigentlich, Sammler sollten sich die Serie mal genau ansehen. Jetzt kommt was für die ganz Harten. Wer Power Rangers Fan ist, muss dieses Ding sich zugreifen, muss dieses Ding haben. Das ist wirklich dafür ein echt guter Titel. Also die ich kenne, die zwei, drei, die es tatsächlich immer noch sind, die sind maßlos begeistert. Ich bin nicht so ein Fan von Red Ranger, Pink Ranger, Green Ranger und von den ganzen Typen. Aber das Spiel ist okay. Ihr habt mehrere Stages, ihr habt auch verschiedene Stages. Wer also auf ein bisschen verschiedene Varianten steht, der sollte hier zugreifen. Und ich habe es für 1 Euro auf dem Flohmarkt gekriegt. Ich weiß, es ist ein bisschen schwieriger zu kriegen. Aber wenn ihr die Chance habt, greift zu. So, nochmal. Da sind wir wieder bei der Formel 1. Herr Vettel und Co. und Herr Schumacher lassen grüßen. Formel 1 World Grand Prix. Ich glaube, da gab es den Vettel noch nicht. Braucht keine Ersuchung, glaube ich. Es gibt auch kein Update für sowas. Ja, grafisch toll. Hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ihr die Chance habt, dann holt euch eher den zweiten als den ersten. Aber ja, ich habe sie beide. Könnt ihr entscheiden. NBA Live 99. Ja, Basketball von EA. Was soll man sagen? Die können es, die wissen, was sie tun. Macht man nicht viel falsch. Gurkenalarm. Mission Impossible. Ja, da sind wir wieder dabei. Auch hält sich auch für so einen golden Auge-Klon. Finde ich nicht gut, das Game. Es ist zwar besser als sein Ruf. Es ist also nicht die größte Gurke auf dem N64, weil da bleibt Superman 64 mit weitem Abstand unangetastet. Es ist aber auch kein guter Titel. Also der hat viele Clipping-Fehler, der hat viele Logikfehler. Den kriegt ihr nachgeschmissen, das ist der Vorteil. Wer also ein Trottel ist wie ich, der wird sich den auch zulegen, sonst, nee. Ach, wieder was ganz anderes. Für den geduldigen Spieler, Pilotwings 64. Wer die 3DS-Version kennt, der weiß ungefähr, was ihn hier erwartet. Prinzip das gleiche. Ihr habt auch, glaube, es sind auch drei, ne? Glaube, ihr könnt noch ein paar Bonusmissionen freischalten. Geht es eigentlich immer darum, dass ihr hier so eine Flugschule durchlauft und verschiedene Fluggeräte meistert und dann geht es auch um das genaue Landen, Zielflug, auch Flüge durch irgendwelche Hindernisse. Wer geduldig ist und ein bisschen relaxen möchte, für den würde ich das empfehlen. Wem selbst, weiß ich nicht, ich sag mal Battlefield 3 zu langweilig ist, ganz großen Bogen herum. Aber sonst, wie schon ein toller Titel. Könnt ihr kriegen, jetzt wo er natürlich auf dem 3DS raus ist, ist er nicht mehr ganz so billig zu haben, aber ihr könnt ihn euch sicherlich irgendwo mal herbekommen.
So, jetzt kommen wir mal ganz schnell zu den Highlights. Und jetzt seid ihr gleich wieder als Community gefragt. Mario Kart 64. Einer, vielleicht sogar für mich der stärkste Mario Kart Titel. Also wie Mario Kart finde ich auch geil. Mario Kart 7 auf dem 3DS finde ich stark. Double Dash war nicht so wirklich meine Welt. Super Mario Kart auf dem Super Nintendo brauche ich nicht reden. Klassiker. Aber für mich ist das fast der stärkste Mario Kart Titel. Deswegen, wer ein N64 sein eigen nennt, muss das Ding haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Mario Golf ist auch ganz nett, ist aber eben Golf. Ja, ich wiederhole es gerne. Golf. Wer mit Golf nichts anfangen kann, sollte auch Golf nicht spielen. Aber sonst toller Sporttitel. Ich finde aber den stärksten Sporttitel auf dem N64 ist für mich Mario Tennis. Das Ding war für mich absoluter Suchtfaktor. Und ich bin mal gespannt, wie das Open Tennis auf dem 3DS sein wird. Ob mir das auch genauso ein Suchtfaktor sein wird. Aber das Ding war echt stark. So, und jetzt seid ihr als Community gefragt, ich halte das Ding mal einfach nur zum Schluss in die Kamera. Was war denn für euch der stärkste Sporttitel der Mario-Geschichte? Ich bin mal gespannt. Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt den Drill. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!